Moin moin und herzlich willkommen bei The GameCube zu einem neuen Video. Ich muss in diesen kurzen Anfangssekunden, hoffentlich bleibt es dabei, mich entschuldigen. Ich habe Scheiße gebaut, mal wieder. Nein, das Video hat nun einen leichten Knicks. Ich habe es vorhin gemerkt, ich wollte es auf YouTube freischalten, alles cool. Und was sehe ich dann? Irgendwie der komplette Anfang war zerrissen, da war alles kaputt. Es fehlt eine Einleitung, deswegen das hier ganz kurz nachgeschoben. Es geht eigentlich nur um die größten Sorgen bzw. Ängste der Deutschen. Und wenn jetzt das Ganze so ein bisschen abrupt anfangend klingt, dann ist das so, weil dem so ist. Weil natürlich der Anfang jetzt fehlt. Ich hoffe, das stört jetzt nicht sehr stark. Ansonsten, däh, ist es halt so, ne? Ganze, wie gesagt, anonym und telefonisch. Das heißt, man kann dem Ganzen schon mal Glauben schenken. Ich fange das Ganze mal einfach nur interessehalber von hinten an. Also fangen wir mal an auf Platz 10. Die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt mit knapp 29%. Das ist etwas, das man ja eigentlich insofern verstehen kann, als dass es ja ein Problem ist, das schon seit Ewigkeiten besteht. Also diese Unsicherheit, die oder vor allem zunehmende Unsicherheit auf dem Arbeitsmarkt, die ist so ein Problem, das wird uns auch Jahre begleiten, also das werden wir so schnell nicht los. Das gehört einfach leider dazu und deswegen verständlicherweise so weit oben. Also ne, natürlich, jeder konnte noch eigen angeben und deswegen ist es klar, dass viele ja, den Arbeitsmarkt als problematisch ansehen. Und man kann natürlich mal überlegen, was weiter oben ist. Ist jetzt nicht so schwer zu erraten in der momentanen Zeit. Aber okay. Auf Platz 9 stehen hier zwei Sachen, die mit der gleichen Prozentzahl angegeben sind. Und was ich interessant finde, da ist, was das Prozent davon angeht, das ist ein deutliches Plus zu Platz 10. Auf Platz 9 ist einmal die Probleme mit der europäischen Währung und der Zulauf zu linksextremen Gruppen in der Gesellschaft. Beides mit 44%. Und gut, letzteres kann ich verstehen. Da kann man sich auch denken, wer wohl den Zulauf zu linksextremen Gruppierungen in der Gesellschaft als problematisch bezeichnen würde. Wir sagen keine Namen, AfD oder NPD. Und ja, was die europäische Währung angeht, das ist natürlich auch was, das ist, ich finde es überraschend hoch, weil das Thema für mich momentan so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Klar, gerade was die europäische Wirtschaft angeht, zumindest was die einzelnen Länder angeht, die ist teilweise stark zerrüttet, aber zumindest in unserem Bereich für uns recht stabil geblieben. Größtenteils. Natürlich, es ist okay. So, sagen wir es mal so, es ist okay, es verhält sich eigentlich ganz gut für uns, aber trotzdem ist es berechtigt, die europäische Währung zu kritisieren. Und das ist auch angebracht. Es ist natürlich, es ist angebracht, eine europäische Währung zu kritisieren, weil auch ich finde, dass so wie, ja, wie Währungsprobleme angegangen werden, dass das nicht unbedingt der richtige Weg zur Lösung ist. So, und deswegen kann ich das durchaus nachvollziehen, dass es so weit oben steht. Auf Platz 8 mit 52% ist die Zahl der Asylbewerber und Flüchtlinge. Darüber lässt sich jetzt streiten, das Ganze als Problem zu bezeichnen. Ja, kann man durchaus machen, ohne direkt als rechts oder sowas. Das, auch ich würde sagen, klar, das stellt natürlich ein Problem oder eine Herausforderung dar. Das ist absolut kein Ding, sowas zu sagen. Es ist wiederum was anderes, wie man nachher mit umgeht. Aber sonst kann man natürlich sagen, klar, es ist ein Problem. Das ist insofern ein Problem, als dass ja schon gezeigt wird, dass irgendwo auf der Welt so viel Ärger und Probleme am Gange sind, dass die Leute ihre Heimat zu Massen verlassen und ja, hier ankommen. Und insofern ist es natürlich ein Problem, da braucht man sich gar nicht drüber streiten. Platz 7, Verteilung von Steuern. Na gut, das ist halt so ein altbekanntes Problem. 58% sind zumindest der Meinung, ja, da kann man jetzt sagen, was man will. Sehe ich jetzt nicht direkt so. Wiederum, was ich mehr verstehen kann, ist auf Platz 6 mit 59%, also nur 1% mehr, die möglichen Terroranschläge. Und das ist natürlich eine Angst, die man, ich möchte jetzt nicht sagen, die ist begründet, weil das wäre absolut falsch, weil ich würde diese Angst nie als begründet. Ich habe auch nicht so eine Angst, dass es irgendwo Terroranschlag gibt in meiner Nähe. Also, ich hätte jetzt, wir haben darüber nachgedacht, mit der Familie in die Türkei Urlaub zu machen, da muss ich ganz ehrlich sagen, okay, da wäre ich jetzt wirklich vorsichtig. Auch wenn da jetzt in Touristengebieten, Antalya, Alanya, da glaube ich, ist erstmal, da ist schon was ruhiger. Aber trotzdem wäre ich da momentan eher vorsichtig. Und ich glaube, momentan ist eh Amerika, England sehr im Trend. Würde ich mal so behaupten. Ich würde Amerika auch nochmal vor Trump sehen, das wäre schön. Das wäre wirklich mal was ich gern machen würde.
Nein, aber Terroranschläge, natürlich, man kann verstehen, dass die Leute Angst haben. Oder ich kann es so ein bisschen nachvollziehen. Verstehen nicht, aber ich kann es nachvollziehen nach den großen Terroranschlägen, dass man da Angst hat. Inwiefern man darauf dann aufbaut oder wie Angst geschürt wird, das ist dann wieder ein eigenes Thema. Platz 5 ist Ausmaß der Kriminalität und, nochmal als zweiten Punkt, die Zukunft unserer Kinder und Enkel. Beides mit 63%. Also bei letzterem Zukunft der Kinder, auch da, ne, es ist so ein typisches Ad Populum. Also natürlich kommt das gerne aus der rechten Ecke, aber denk doch an die Kinder, die können doch hier nicht aufwachsen. Ich weiß nicht. Ich, ganz ehrlich, nein, glaube ich nicht, dass es berechtigte Ängste sind. Auch Ausmaß der Kriminalität, da geht es jetzt in Deutschland sehr, sehr gut. Wirklich, sehr, sehr gut. Also, Osteuropa, da ist Wirtschaftskriminalität sehr hoch im Gange. Körperliche Gewalt ist auch hier äußerst gering. Ja, natürlich, es kommt vor. Und wenn es vorkommt, dann fällt es natürlich umso schlimmer auf, wenn jetzt ein 13-jähriger Junge tot aufgefunden wird. Natürlich geht das durch die Medien. Aber es ist halt noch verhältnismäßig sicher im Land. Also, es gibt Länder, wo ich sagen würde, naja, also, da ist Deutschland doch ein Witz gegen. Da sind wir doch eigentlich eine super Gesellschaft gegen. Ja, und von daher würde ich jetzt nicht unbedingt das Ausmaß der Kriminalität als Problem bezeichnen, das unbedingt auf Platz 5 stehen muss. Anders wiederum sieht das aus mit der Altersarmut auf Platz 4 aus. Die gute hat jetzt nur 1% mehr, 64%, aber es ist verständlich, weil was die Rücklagenpolitik angeht, die ja stark von der SPD beeinflusst wurde jetzt, da kann man sich durchaus drüber streiten. Da würde ich auch auf jeden Fall zu den Kritikern zählen, weil ich glaube nicht, dass das so gut abläuft, wie es sein müsste, sollte, könnte. Also meine Oma zum Beispiel, die kriegt so wenig, es reicht kaum. Also wenn man mal überlegt, die Leute werden immer älter. Wer älter wird, ist natürlich irgendwann auf Pflege angewiesen. Es ist nicht so, man kann nicht sagen, ja, die werden älter, damit sind sie auch gesünder. Nein, natürlich nicht, der Körper ist einfach, es ist ein Verschleißgegenstand. So, und wenn der Körper kaputt ist, kannst du nichts mehr machen. Da kannst du froh sein, wenn du im Geist noch halbwegs klar bist. Und dann liegst du irgendwann nur noch bei dir zu Hause in der Bude rum und kommst nicht mehr hoch. So, und dann musst du natürlich in Heim oder betreutes Wohnen oder ähnliches dergleichen, ja. Aber das kostet so viel. Das ist unverhältnismäßig teuer im Vergleich zu dem, was die Leute eigentlich bekommen. Es reicht zum Leben gerade so. Wirklich, auch nur gerade so. Und nur, wenn die Familie natürlich auch dahinter steht. Sonst kann sich das keiner leisten. Und das kann es echt nicht sein. Das wird jetzt auch nicht besser in Zukunft. Eher im Gegenteil. Naja, auf Platz 3, Probleme bei der Zusammenarbeit der Länder in der EU. Und das ist ein Punkt, den unterstütze ich voll und ganz. Ich finde, das Projekt Europa sieht momentan äußerst ungut aus. Also, natürlich, nur als Montanunion, wie es früher mal angedacht war, hat es sich sehr schön entwickelt, muss man ja mal sagen. So eine politische Union ist natürlich was Schönes. Aber wie sich momentan da alle gegenseitig querstellen, jeder mit seinen eigenen Ideen, was ja auch gut ist. Natürlich, dafür ist ein europäisches Parlament auch da, dass jeder mitbestimmt. Aber das Problem ist, wenn wir ein gemeinsames Problem haben, müssen wir uns auch auf eine gemeinsame Lösung einigen können. Und wir können da nicht sagen, ja, wir sind diskussionsbereit, natürlich, aber wir fangen schon mal an, eine Mauer zu errichten, weil das geht ja so nicht. Damit kommen wir nicht weit. Und ich finde, also das Thema EU ist berechtigt, dass es so weit oben ist. Ich finde auch, EU ist eigentlich, es ist schade, dass es so momentan so schief läuft. Eigentlich würde man sich ja wünschen, dass es besser läuft, aber es geht halt schlecht, weil keiner will so richtig mit den anderen zusammenarbeiten. Auf Platz 2, und da bin ich eigentlich froh, dass es so weit oben steht, Zulauf zu rechtsextremen Gruppen mit 77%. Rechtsextrem, ja, was man jetzt unter extrem versteht, ist natürlich jedem selbst überlassen. Pegida zählt auf jeden Fall zu rechtsextrem für mich. AfD wäre ich vorsichtig. Teilweise ja, auf jeden Fall rechtsextrem. Andererseits ist AfD halt, AfD, wie, wenn man sich mal überlegt, wie kann es überhaupt sein, dass die AfD so groß geworden ist? Das ist ganz einfach, die hat einfach sehr lange am rechten Rand gefischt. So, also so im Prinzip die Geister, die ich rief. Und deswegen finde ich, die AfD ist einfach so ein politisches Programm, die wissen selbst nicht, wo sie hinwollen. Das ist vielen einfach so eine Protestpartei, die sich sagen, hey, ich finde das scheiße, Mutti Merkel muss weg, wähle ich halt AfD, das heißt ja schon Alternative, das muss ja gut sein. Das ist viel leider vertreten. Natürlich sind da auch Leute drin, die zu Recht kritisieren, natürlich. Opposition ist prima, dafür ist das Parteiensystem ja geschaffen. Aber
was ich befürchte, dass in der AfD einfach sehr viele sind, die auf billigen Populismus sitzen bleiben und wenig zu Diskussionen bereit sind. So von dem, was ich mitbekommen habe. Das ist einfach. Das ist leider so. Und deswegen, ja, Zulauf zu rechtsextremen Gruppen ist ein riesiges Problem in Deutschland. Nicht nur in Deutschland, europaweit. Ja. Also total berechtigt, so weit oben und auf Platz 1. So langsam geht meine Stimme hier echt voll um. Was ist denn los heute? Angriffe auf Flüchtlingsheime und rassistische Gewalt, beides mit 83%. Das ist kein Wunder, dass es so weit oben steht. Vor allem, wenn man sich mal anguckt, wie das einfach in letzter Zeit zugenommen hat. Das ist echt schlimm geworden. Und insofern, hallo, natürlich ist es ein Problem. Da wird zu wenig gegen gemacht. Dann heißt es immer bei den Ermittlungen, natürlich, es ist Vorschrift, dass man sagt, man weiß es nicht, ob es einen rechtsextremen Hintergrund gab. Aber wenn in Sachsen das 100. Flüchtlingheim brennt, dann irgendwann kommt man ja auf die Idee, vielleicht ist es doch politisch motiviert und vielleicht sollte ich doch mal was dran hängen, diese Leute zu fassen. Wäre mal so eine Überlegung. Aber die Polizei in Sachsen hilft da ja ganz gerne so mit indirekt. Ich unterstelle niemandem etwas, aber naja, die Polizei in Sachsen ist teilweise was eigen. Gut, meine Frage an euch, könnt ihr mit dieser Liste übereinstimmen oder seht ihr das komplett anders? Gibt's einzelne Punkte, die ihr jetzt nicht so unterschreiben würdet? Schreibt mir das ruhig mal in die Kommentare oder macht ein Antwortvideo. Ich gucke mir sowas gerne an, weil ich finde das als Austausch von Meinungen finde ich das äußerst gut geraten und würde mir wünschen, dass es mehr sowas gäbe. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.